Hallo Bierfreunde, das ist Bumm. Das ist Lars. Wir trinken Bier für euch und zwar wieder mal etwas, was wir geschenkt bekommen haben von einer Firmenverkostung, die wir neulich mal durchgeführt haben. Das Wittinger Original. Für eine, darf ich das eigentlich sagen? Ist das jetzt Schleichwerbung? Ich sage es einfach, es ist die Sparkasse Celle Gifhorn Wolfsburg, mit der wir... Vielen Dank für die Bierspenden. Props gehen raus an Celle Gifhorn Wolfsburg, Mann. Aber das ist wirklich nett. Die hatten ein Biertasting mit uns und wir haben Biere eingebaut, die dort vor Ort vorkommen. Nämlich einmal das Wittinger. Wittinger Original. Das Original. 1492 oder so heißt das. Ist das irgendwie ist so? Es ist, nee, 1429. 1429, das Kommen Original in, Wittinger. 1492 war Kolumbus, ne? Ich glaube ja. Ja. Genau. Und dann der Zeller Bock. Ja, Zeller Bier aus Celle nehme ich an, wenn es draufsteht. Ich vermute es. Ja. Wird ja irgendwo, also da steht nicht mehr eine Adresse drauf. Brauerei C. Betz aus Celle, 1893. So, und das trinken wir jetzt einfach. Also reiß an. Ja. Ich mache hier mal auf. Kann schon mal hier ploppen. Genau. Schöne so. Bügelflasche, halber Liter. Vernünftige Größe. Es ist ein nicht so super dunkler Bock. Oh, schöne Kupferfarbe. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Bild verdeckt. Und das Original ist ein bisschen gelber als zum Beispiel ein klassisches Pils oder so. Macht vom Auge her gleich so ein bisschen den Eindruck, als ob es vielleicht so ein bisschen exportig daherkommen will. 5,1 in der Stärke, das Wittinger Original. Na, schnupper mal, deine Exportnase. Was sagt die dazu? Ich glaube, das ist kein Export. Aber es ist irgendwo auf der... Also es ist auf jeden Fall kein Pilz. Das kann man schon mal ganz klar sagen. Es ist irgendein helles Lager, ne? Also ein helles Vollbier, ein irgendwo auf der Grenze zu einem Export vielleicht. Mhm. Spezialbier heißt es ja auch oft. In Franken nennt man es Spezial. Oder in Süddeutschland nennt man die Exportbiere oft Spezial. Na gut, Wittingen ist jetzt natürlich nicht Süddeutschland. Nee, Wittingen ist eindeutig Norddeutschland. Von hier aus gesehen ist es natürlich im Süden, aber es ist... Also es ist nach dem Reinheitsgebot, was zu erwarten war. Auf jeden Fall ein Traditionsbier, zumindest wird es so genannt. Genau, geruchlich auch ganz traditionell. Ich finde, es sieht auch schön aus, so wie Bier aussehen soll. Riecht im Grunde unauffällig, getreidig, typisch, also nicht besonders stinkig oder so. Das ist gut. Das trinkt sich sehr geschmeidig, hat wenig Kohlensäure, finde ich. Aber jetzt vom Geschmack her, durch seinen doch recht... Also recht vollen Körper. Wenn ich es blind kriegen würde, mir würde das einer hinstellen, würde sagen, was ist das, welchen Stempel würdest du ihm aufdrücken? Ich würde ihm den Stempel Export geben. Ja, vermutlich würde ich es nicht als helles klassifizieren. Dafür ist es ein bisschen zu vollmundig. Als Pilz deswegen nicht, da fehlt irgendwie diese Hopfenbitternote. Ja, ja. Also bleibt nicht mehr viel übrig im Grunde. Ich würde es, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen was anderes ist oder so, ich würde es so ungefähr in die Kategorie Export doch stecken. Es ist ein total entspanntes Trinkbier. Ja, das ist wirklich das Standardbier. Und es geht. Ja, also ich würde es, wenn man regional verwurzelt ist, würde ich das jedem Fernsehbier vorziehen. Ja, ganz klar, sowieso. Ey, trink die regionalen Biere und trink nicht die Fernsehbiere. Aber... Wir haben ja noch was hier. Lass uns nicht am einen einschätzen, und zwar der Zeller Bock. Auf einem Bein steht sich so schlecht. Ja, da riechst du schon, dass mehr drin ist. Also Farbe hier, haben wir schon gesagt. Bräunlich, leicht kupferig. So unauffällig in der Nase, finde ich. Es riecht nach Bockbier, ja, auf jeden Fall. Aber es scheint jetzt nicht irgendwie besonders gehopft zu sein oder so, wie die Frühlingsböcke, die Maiböcke, die wir gerade haben. Nö, aber... Wir haben übrigens ein Bockbier-Video gemacht, könnt ihr euch angucken. Müsste eigentlich schon online sein. Zum Thema Maibock. Speziell zum Maibock. Wir wurden übrigens darauf hingewiesen, dass wir den Freibock gar nicht mit aufgenommen hatten. Ja. Aber wir können auch nicht alle Biere immer gleichzeitig trinken. Nee, den Freibock habe ich auch absichtlich rausgelassen, weil der nämlich mit Ingwer und Orangenschale ist. Ja. Aber das ist eine Geschichte, anderes Thema. Anderes Thema. So, zu dem hier. Auch hier würde ich jetzt geschmacklich sagen, wenn einer sagt, blind verkostet, wie würdest du sagen, würde ich sagen, ist ein heller Bock. Ja.
Schmeckt zwar auch ein bisschen dunkler aus. Nicht so süß und nicht so pappig. Übermäßig süß. Also hat Süße, muss ein Bockbier haben. Mhm. Bockbier braucht natürlich seine 16 Grad Plato Stammwürze. Ja, genau, zwischen 16 und 18. Wie viel hat es hier? Steht das drauf? P16, ne? Also das, mhm, daran erkennt ihr das. P16 ist eine relativ unkonventionelle Schreibweise für 16 Grad Plato. Mhm. Manchmal wird auch 16% Stammwürze gesagt und 6,9% Alkohol. Also, mhm, ziemlich Gardemaß für ein ist, ja, normales Bock. Ist ein bisschen voller jetzt als natürlich als das Wittinger Original. Ist aber jetzt auch kein übermäßig krasser Bock. Mhm. Also da gibt es auch helle Böcker, die stärker sind, mhm, im Geschmack. Im Abgang hat er so eine leichte Bitternote, mhm, minimal, nicht viel. Ist aber klar, weil Biere dieser Art eigentlich traditionell auch nicht so besonders gehopft werden. Nee. Also Böcke sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass man sie üblicherweise besonders stark hopft. Es sei denn, es ist irgendwie eine Sonderserie oder so. Und dann heißen sie meistens schon Hopfenbock oder, ja, sowas. Ja. Nee, sie leben schon vom Malz und das kann man hier, mhm, auch, also, ne, kann man schon schmecken. Es könnte noch ein bisschen kräftiger sein. Ja, ne? Aber das schon. Es soll ja auch nicht unbedingt verschrecken. Und Bockbier ist für viele ja auch mit Kopfschmerzerinnerungen, mhm, verbunden. Da muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Aber nur weil ein Bier intensiv schmeckt, heißt das noch lange nicht, dass man einen problematischen nächsten Morgen hat. Nee, das hat damit wenig zu tun. Ja, aber ich verstehe auch, warum die so gemacht haben. Das soll ja auch immer noch eine gewisse Süffigkeit haben. Die meisten regionalen Standardbrauereien, die ja jetzt nicht irgendwie experimentell rumarbeiten, versuchen ja dem Kunden ein, sag ich mal, widerstandsloses Trinkerlebnis zu geben. Ja. Wenn du da jetzt irgendwie so einen Monsterbock den Leuten immer vor den Latz knallst, dann kaufen die keinen Kasten davon. Und kein polarisierendes Bier, ja, wo die einen sagen, oh, das ist super toll, und die anderen sagen, das möchte ich nicht, lieber sterbe ich davon. Das verbindet. Und das, cool, ist ja auch eine Funktion des Bieres. Bier ist Geselligkeit, Bier ist Regionalität. Hier ist es ein total fehlerfrei. Ich habe, mhm, da überhaupt, ist, ne, ist in ganz ein solides Bier. Vielleicht kommen wir irgendwann mal nach Celle. So lange, wie das nicht geht, müsst ihr unseren Kanal abonnieren. Das ist richtig. Und schickt uns Bier, falls, ja, wir das trinken sollen. Ja, machen wir auch. Alles klar. Also Leute. Bis bald. Daumen hoch. Tschüss. Tschüss.